Guadalajara va a ser la sede de varias actividades a lo largo del año dual y hoy me voy a unir a un par. La primera es aquí en el Hospicio Cabañas, donde están montando la exposición Viaje alrededor del mundo, un recorrido por las últimas 7 décadas del arte alemán. Los curadores Matías Vincent y Matías Flüge estaban fascinados con los espacios del Hospicio Cabañas, un edificio de finales del siglo XVIII que se creó para darle asilo a niños huérfanos y que desde la década de los 80 es un museo e instituto cultural. ¿Cuál es la narrativa y la forma en la que los espectadores vamos a apreciar estas obras? Wir zeigen Kunst aus Deutschland aus den letzten 60 Jahren. Also das fängt an mit Künstlern, die von den Nationalsozialisten aus Deutschland vertrieben worden waren und die dann rehabilitiert werden. Also Hanna Höch und andere sehr berühmte Künstler, die eben unter den Nazis nicht akzeptiert waren. Und es sind 60 Jahre deutsche Kunstgeschichte. Und wir haben versucht, aus der Chronologie eine Raumfolge zu machen, sodass der Besucher durch die Jahrzehnte spazieren kann. La exposición Viaje alrededor del mundo nada más va a estar en Guadalajara. Así que si no vives aquí, ya tienes pretexto para organizar una visita. La segunda actividad fue del Design Week, que en su edición 2017 tiene como país invitado a Alemania y el estado invitado es Jalisco. Por eso se trajeron a un grupo de diseñadores alemanes para conocer Guadalajara y colaborar con artesanos de la región. Ese día, a pesar de la lluvia, les dieron un recorrido por algunas de las construcciones del arquitecto tapatío Luis Barragán. Ja, ich glaube, die Mexican Design Week ist für alle eine große Chance, sowohl für die Kunsthandwerker aus Mexiko als auch für uns als Designer aus Deutschland. Ich denke mal, das junge deutsche Design, vor allem was ich sagen kann im Produktdesign, ja, ist nach wie vor reduziert, aber bestimmt auch mit viel verspielten Elementen. Sicherheit, aber wenn man das jetzt mit Mexiko vergleicht oder was hier eben passiert, nicht so bunt, nicht so fröhlich und aufgeweckt, sondern schon eher etwas zurückhaltend in den Hintergrund. Ehrlich gesagt habe ich mir Mexiko sehr, sehr bunt vorgestellt, allerdings eher als für traditionelle Feste wie dieses Fiesta de la Muerte und viel Farbe im Alltag hier. Jedenfalls hier in Guadalajara. Arg viel anderes habe ich noch nicht gesehen, aber das fand ich schon sehr, sehr spannend und hat mich nachhaltig beeindruckt. Die Kunsthandwerker, die haben jahrelange Tradition, perfektioniertes Handwerk und wir kommen mit unseren Ideen aus Deutschland, die eigentlich ganz anders sind, weil sie auch aus einer ganz andere Herkunft haben und bringen sie mit rein. Und dieser Mix, der ist für alle so spannend. Wir lernen so viel über das Kunsthandwerk. Wir haben auch schon ein paar Kunsthandwerker besucht, uns das angeguckt. Es ist Wahnsinn zu sehen, was für eine Raffinesse und Handarbeit die daran sitzen, fast meditativ daran arbeiten und Keramik bemalen. Das ist wirklich spannend und wir kommen mit unseren Ideen und ja, hoffentlich ist es für beide ein Riesengewinn und da bin ich mir auch sicher. Esto fue nada más una pequeña muestra de todo lo que va a haber en Guadalajara a lo largo del año dual. Y la colaboración entre diseñadores alemanes con artesanos mexicanos la vas a poder ver aquí en la Ciudad de México durante la Design Week. De todo esto te puedes enterar en las redes sociales del año dual Alemania México y en la lista Tamara Aprende Alemán.